Hallo und herzlich willkommen. Wir haben die erste Klausur durchgerechnet, sind jetzt bei der zweiten Klausur. Ist auch vom Wintersemester 2011-2012. Ich habe dort im Video so einen Unterstrich und zwei ran gemacht. Nicht, dass ihr dort irgendwie verwirrt halt zusammenkommt. Also folgendes. Wir haben es hier wieder mit einem Disagio zu tun, aber... Und das Agio ist Paragraph 250 Absatz 3 HGB. Was haben wir hier zu stehen, den Sachverhalt? Ein Unternehmen nimmt am 1.9.2010 ein Darlehen in Höhe von 100.000 Euro auf. Im Darlehensvertrag wird ein Disagio von 3% vereinbart, das vom Darlehengeber einbehalten wird. Das Darlehen ist am Ende der Laufzeit von 5 Jahren in einer Summe zu tilgen. Das Darlehen wird zu 4,5% verzinst. Die Zinsen sind halbjährlich nachschüssig zu zahlen. Erstmalig, also am 28.02.2011. Wir wissen, dass wir zwei Arten von des Agios haben. Also einmal ein Tilgungsdarlehen und ein quasi als Tilgungsdarlehen zu betrachten haben, was degressiv abgeschrieben wird, und wir haben ein Fälligkeitsdarlehen, was linear abgeschrieben wird. Um welchen Fall haben wir das Ganze? Um das zu erkennen, wir vereinbart, dass vom Darlehengeber einbehalten wird. Also das ist ganz klar ein Fälligkeitsdarlehen und wird dadurch linear abgeschrieben. Gut. Der Paragraph 250 habe ich schon erwähnt. Noch dazu ist das ja eine Handelsbilanz drin. Und in der Handelsbilanz haben wir ein Wahlrecht, das Ganze zu aktivieren oder nicht zu aktivieren. Oder halt in sofortiger Höhe als Aufwand zu behandeln. Dieses Wahlrecht führt in der Steuerbilanz zu einem Aktivierungszwang. Gut, jetzt werden wir das Ganze halt aufschreiben und wir machen halt, wie ist das Disagio in der Steuerbilanz zu behandeln, ermitteln Sie den Buchwert zum 31.12.2010. Gut, das ist hier in der Aufgabe 1 gefordert und das schreiben wir halt jetzt nur auf. Also, wir müssen halt wieder alles genau hinschreiben, damit wir die volle Punktwahrheit bekommen. Also in der Handelsbilanz, Bilanz besteht im Disagio, besteht beim, Entschuldigung. Beim Disagio ein Wahlrecht, gemäß Paragraph 250 Absatz 3 HGB, so Handelsgesetzbuch, ein Wahlrecht gemäß 250, Komma, es zu aktivieren. Aktivieren oder gleich in voller Höhe als Aufwand
Aufwand zu behandeln. Punkt. Dieses, also da wir ja jetzt steuerrechtliche Aussagen wollen, dieses Wahlrecht führt in der Steuerbilanz, Steuerbilanz zu einem Aktivierungszwang, zu einem Aktivierungszwang, Aktivierungszwang. Punkt. Dass das Agio, das haben wir gerade geklärt, um was für einen Fall das sich handelt, das Agio ist also in der Steuerbilanz das Agio ist in der Steuerbilanz mit 3.000, das war der Wert des Agios, den haben wir ja ausgerechnet, die 3% von 10.000, von 100.000 zu mit 3.000 zu aktivieren. Punkt. Das und jetzt kommt die Begründung, wie wir das Ganze halt abschreiben über die Jahre, da es sich um ein Fälligkeitsdarlehen handelt, ist das Agio linear abzuschreiben. Punkt. Und oder Komma also, und dann können wir uns hier nochmal die Zahlen halt angucken. Die Nutzungsdauer war ja ein Darlehen im Darlehensvertrag 3% und von 5 Jahren. Also können wir ja 5, und das sind dann 20%. Also wenn wir den Wert halt machen, also pro Jahr mit 20% von 100.000. 20%, da kommt man, schreibe ich nochmal in Klammern hin, wie man darauf, so jetzt hier 0, 0, kommt man halt ganz klar darauf, diese 100.000, also hier Euro, immer, ich vergesse immer die Euro, geteilt durch, naja, die Anzahl der Jahre 5, und das sind gerade dann 20%. Also würde halt genau derselbe Wert wie jetzt halt herauskommen, nämlich 100.000, sondern die 3.000, die ja als das Agio
behandelt werden. Entschuldigung. Von 3000 und natürlich diese 3000 durch 5 Jahre und das wäre 600. Das, was pro Jahr abzuschreiben ist. Jetzt kommen wir zur zweiten Seite. Jetzt haben wir noch die Berücksichtigung, wenn wir nochmal hinswitchen. Wir haben das Darlehen ja erst zum 1.9. aufgenommen und wir müssen natürlich monatsgerecht abschreiben, wenn wir das noch bis zum letzten Jahr, also diesem Ende des Jahres machen wollen. Weil wir sollen ja bis zum 31.12.2010 und da haben wir halt monatsgenau und da haben wir den 9., den 10., den 11. und den 12., also 4 Monate, also 4 Zwölftel von diesen 600 im Grunde. Also wieder neue Seite. Da das Darlehen zum 1.9.2010 aufgenommen wurde, sind hier für das Jahr, das Jahr 2010 10 4 Zwölftel wegen diesen 4 Monaten 4 Zwölftel von 600 Euro gleich 200 zu berücksichtigen. So, jetzt noch quasi der Schlusssatz dazu. Der Buchwert zum 31.12.2010 beträgt dann 3000 natürlich minus dieses buchhalterische Minus 200 und das gleicht 2800 Euro. Hier überall Euro. Ja. Gut, das wär's zu der ersten Aufgabe. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen haben solltet, könnt ihr die gerne stellen. Ansonsten wär's das hier. Gut.